Ich war auch schon vor einer Cobra, also wo ich auf die Toilette wollte. Und dann so Anaconda war es. Und so wahnsinnige Sachen schon erlebt. Ja. Ich bin Vanessa, ich bin 31. Ich wohne mit meinen zwei kleinen Mädchen zusammen und mit meinem Mann. Mein Großvater war Seefahrer und sehr viel in Afrika und Asien unterwegs. Und jedes Mal, wenn er uns besucht hat, hat er mir Geschichten von diesen Ländern erzählt. Hat mir auch immer kleine Postkarten mitgebracht. Und das hat meine Neugier wahnsinnig geweckt. Und das war der Grund, wieso ich das später als Erwachsene selber erleben und sehen wollte. In tiefe Dschungel, zum Beispiel in Sri Lanka bin ich schon, oder in Afrika, wo wirklich kein Internet, kein Rauchen, kein Fernsehen und einfach nur mit den Leuten in den See hineinspringen, wo es Schlangen und Krokodil hat und in den Schlamm hinein und mit, ja, einfach leben. Genau. Die schätzen das Leben wahnsinnig und die haben es viel schwieriger als wir, aber wir rauchen auch nicht alle und auch die kommen damit klar. Und es hat mir einfach immer mehr im Leben gezeigt, was ich eigentlich will. Ich habe 2,5 Päck am Tag gehabt, was wahnsinnig viel ist, und ich habe es auch geschafft. Es ist aber wichtig, dass man es will. Wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist, dann kann man es vergessen.